gehörte zu denen, die einen leichten Aufschrei von sich gegeben haben, weil der wirklich auf mich zuschoss. Du ahnst als Medium, was ist und scheint. Also eine der opernhaftesten wirklich, die ich kenne. Der Nacht liegt mein Revier. Die Bühne ist riesig hier und diese Bootsszene einfach mit diesen vielen Kerzen, das war schon sehr impulsant. Es ist also eine magisch-mystische Atmosphäre und es hat einen ganz eigenen Reiz und das ist ein richtig eigenständiges Musical geworden, was auch so in der Geschichte vorher nicht gab. Sing, mein Engel, sing! Ein Klassiker, Andrew Lloyd Webber, ganz klar. Andrew Lloyd Webber wurde mal in der ganz frühen Phase als Mozart des Musicals bezeichnet. Und das zu Recht, denn der Komponist aus England hat die Musical-Szene weltweit geprägt. Eigener Stil, eigene Musik und ein ganz eigener Look. Hier steht deine Braut, wir sind verlobt. Warum nur so heimlich? Sag es endlich laut. Du gabst dein Wort. Nicht toll, man sieht die Hemmung fort. Verlobung ist doch kein Vergehen. Emotional, die große Liebe, gut und böse, aber eigentlich nicht beide gut. Es gibt ja eigentlich nur gute, wenn ich es mir mal recht überlege. Dieses Erlebnis, dass man sich dann etwas ausdenkt, wenn auch nur als Übersetzer, was dann plötzlich anfängt zu leben und 20, 30, 40 Leute agieren das aus. Das ist faszinierend. Maskenball, wie die alle auf der Treppe stehen. Erstmal bei den ersten drei Mal habe ich gar nicht gemerkt, dass da auch die Hälfte Puppen sind. Die bewegen sich ja gar nicht. Ich habe es nicht gemerkt. Ganz ehrlich, ich habe es nicht gemerkt. Es spielt ja leider zurzeit nirgendwo in Deutschland, aber ich denke und bin auch ziemlich sicher, dass irgendwann die Zeit wieder kommen wird, weil mit Phantom der Oper ist alles angefangen.